Heute geht es um Design Thinking und Mr. Bean steht auch da und sagt, was ist denn das eigentlich? Am Anfang habe ich mich auch gefragt, was ist denn das? Und ich komme aus der IT-Branche, wo man jetzt unter Design eigentlich nicht wirklich viel versteht, erstmal so per se. Und Thinking ist auch was, wo man im IT-Bereich, und ich lehne mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, manchmal nicht so drüber nachdenkt. Also wir machen viele Lösungen, denken aber nie dabei an den Menschen. Und Design Thinking ist eben eine Methode, wo der Mensch definitiv im Mittelpunkt stehen sollte. Es ist ein bestimmter Stil, wie man denken kann. Was man machen kann, um empathischer mit bestimmten Topics oder Problemen umzugehen. Es ist eine kreative Art, kommt aus dem Design sozusagen. Wenn man sich anschaut, wie Designer normalerweise arbeiten, dann sieht man sehr klar, dass die anfangen zu zeichnen und dann zeichnen die wieder und dann schmeißen sie es weg, dann zeichnen sie es nochmal. Und die haben von ihrer Arbeitsweise eine ganz andere Einstellung als viele andere Bereiche. Die haben viele Iterationen in dem, was sie tun, was viele andere Bereiche oftmals nicht haben. Und die sind von sich aus schon oft sehr kreativ in ihren Zeichnungen. Design Thinking ist aber noch ein bisschen mehr. Es geht nämlich auch darum, Aufgabenstellungen human-centered anzuschauen, also sich einfach mal den Menschen anzuschauen. Beim Design, also wenn ein Designer was designt, ist es per se erstmal aus seinem Kopf heraus und hat manchmal noch nicht so was mit der Realität zu tun und vielleicht auch gar nicht mal mit dem Menschen, der das nachher benutzen soll. Beim Design Thinking ist das ein bisschen was anderes. Da geht es nämlich wirklich per se um den Menschen und zu verstehen, was der Mensch eigentlich tagtäglich tut oder auch nicht tut. Und das sich auch mal anzuschauen, wie das so funktioniert. Der Punkt ist, ich wurde ganz oft bei Adidas gefragt, wofür sollen wir das denn benutzen? Warum brauchen wir das denn überhaupt? Ist das denn überhaupt ein Mehrwert für die Firma? Und ich musste mir lange Zeit das immer wieder anhören und habe mir gedacht, jetzt reicht's, jetzt mache ich eine Slide. Es gibt sogar noch eine, welche Values das dann hat, weil das von großen Organisationen einfach erwartet wird, ja? Dass man sagt, warum macht ihr das eigentlich? Ich mag die Frage, warum, generell gar nicht, weil das immer so viel sein könnte. Aber ich habe es dann trotzdem einfach mal aufgeschrieben und habe gesagt, es geht letzten Endes darum zu lernen. Eigentlich darum zu lernen, sich anzuschauen, was macht der Mensch? Wofür macht er bestimmte Dinge? Warum braucht zum Beispiel in unserem Kontext jetzt ein Mensch Schuhe? Wir könnten ja auch alle barfuß durch die Gegend laufen. Aber nee, dann kriegen wir kalte Füße vielleicht oder es ist nass, das mögen wir nicht so gerne. Dann denken wir, wir würden krank, weil wir eben ohne Schuhe rumlaufen. Aber darüber machen wir uns gar keine Gedanken mehr, denn jeder von uns geht morgens an den Kleiderschrank oder im Flur und zieht seine Schuhe an, weil wir das einfach so machen. Wir hätten auch gar keine Fußsohlen mehr dafür. Aber die Frage ist eben, ist das der richtige Weg? Vielleicht brauchen wir gar keine Schuhe mehr. Bei dem Wetter könnten wir ja alle barfuß laufen. Aber wir nehmen das jetzt mal an. Aber der Learning-Prozess oder der Learning-Prozess daraus wäre halt einfach mal zu hinterfragen, warum wir eigentlich Schuhe tragen und für welche Situation wir welche Schuhe benötigen. Gehen wir laufen, ziehen wir Turnschuhe an, gehen wir auf ein Fest, dann ziehen wir vielleicht High Heels an. Das kommt auch immer auf die Situation drauf an. Aber auch selbst das fragen wir uns oft gar nicht mehr, sondern machen das einfach, weil irgendwer irgendwann mal gesagt hat, dieser Schuh ist einfach besser in dieser Situation. Und darum geht es bei Design Thinking eben viel. Dinge zu hinterfragen, zu gucken, warum benutzen Leute eigentlich bestimmte Dinge für bestimmte Situationen. Und daraus dann eben zu lernen. Sollte auch bei Adidas eigentlich dann die Warum-Frage beantwortet sein. Nichtsdestotrotz kriegen wir die immer wieder gestellt. Das Ziel, auch eine typische Frage in Großunternehmen, wo wollt ihr denn dann damit hin und was passiert dann eigentlich aus diesem ganzen Design Thinking raus? Design Thinking an sich, wir machen es ja jetzt heute im Schnellverfahren, es gibt da verschiedenste Verfahren, aber wir machen heute ein Schnellverfahren, es gibt auch noch schnellere Verfahren, hat als Ziel natürlich wirklich zu verstehen nochmal, was der Mensch macht. Zu observieren, also letzten Endes zu beobachten, das ist eine Art, eine Anfangsart, oder auch Interviews zu machen, das kommt immer darauf an, welches Topic dahinter steht oder welche Lösung ich nachher haben möchte, welches Problem ich verfolge, das ist sehr individuell gestrickt. Da kann man jetzt nicht sagen, Observe ist immer die Methode, die ich nutzen möchte. Manchmal ist es auch wirklich ein Interview, also sich wirklich 2 Stunden mit jemandem mal zusammenzusetzen und zu fragen, hey, was machst du eigentlich und wie sieht das Ganze aus und wie fühlst du dich dabei? Da kommen wir auch später hin. Dieses Fühlen ist mir immer ganz wichtig, weil wir das immer völlig unterschätzen. Wir wollen immer nur wissen, aber manchmal geht es auch nur um Emotionen.
Und die kann man manchmal auch nicht wirklich gut in Worte fassen. Da muss man gucken, Body Language, wie der andere sich verhält. Die drei essentiellen Komponenten von Design Thinking ist wiederum User Understanding. Dann auch ein Punkt, der wichtig ist. Wir Menschen sind eigentlich visuell besser gestrickt als auditiv. Das ist einfach so, weil wir Bilder schneller aufnehmen können als Wörter. Es dauert auch von der Verarbeitung viel länger, ein Wort im Gehirn aufzunehmen als ein Bild. Wir können ein Bild 3 Millisekunden sehen und Sie könnten mir eine Stunde später noch sagen, was auf dem Bild war. Wenn ich Ihnen das Bild aber beschreiben würde, würden Sie nach einer Stunde überhaupt nicht mehr wissen, was ich gesagt habe. Also von daher sind wir sehr visualisiert gesteuert. Deswegen sind es unter anderem diese drei Komponenten. Einmal das User Understanding, dann die Visualisierung, die wir ja dann noch machen mit einem Prototypen am Ende, wo wir gesehen haben, wir haben was erreicht, in Anführungsstrichen. Und Ideen zur Realität zu bringen. Also wirklich was zu machen und zu sagen, okay, ich denke nicht nur drüber nach und überlege mir ein schönes Konzept, sondern ich mache tatsächlich was daraus. Also bei uns ist es auch so, wir machen das sehr viel im IT-Bereich. Da geht es um Prozesse und die Leute werden dazu aufgefordert, das zu malen. Also die müssen dann am Ende des Tages sozusagen ein Bild malen, von dem sie sich eine neue Applikation vorstellen und so einen Prozess da drumherum. Und wir haben festgestellt im Laufe der letzten Monate eigentlich tatsächlich, dass die Leute wirklich anfangen zu zeichnen. Am Anfang haben die alle geschrieben und waren ganz fleißig und mittlerweile geht es ein bisschen mehr in dieses, ich kann ja einfach Männchen malen. Weil es kommt nicht auf die Schönheit drauf an, das ist völlig wurscht, aber es kommt darauf an, dass sie verstehen, dass man es visualisiert einfach besser wahrnehmen kann. Und dass sie was am Ende des Tages haben, was sie mitnehmen können, einfach in der Hand haben. Das Haptische hat dabei auch eine große Rolle. Viele Unternehmen sind nicht darauf ausgerichtet, und Adidas jetzt auch im Speziellen nicht, dass wir so eine Kultur haben, dass man auch mal verlieren kann. Und dass man auch mal Risiken eingeht. Und dass man auch mal was macht, wo man am Ende des Tages sagen muss, ja, das war total kacke. Aber daraus habe ich gelernt. Das ist einer der Grundvoraussetzungen eigentlich generell von Design Thinking auch. Eine Methode zu haben, mit der ich mir erlaube, auch wirklich mal einen Quark zu machen. Und dann nachher dazu stehe und sage, okay, das war echt total kacke. Aber ich habe daraus gelernt und dieses Lernen dann verwende, um das vielleicht nochmal neu zu machen. Wie gesagt, viele große Unternehmen und auch unser Unternehmen ist nicht darauf ausgerichtet, eigentlich zu verlieren oder Risiken einzugehen, dass wir schnell mal was machen können. Aber es kommt. Also es verändert sich, also finde ich, sehr gut gerade in die richtige Richtung, dass wir Design Thinking machen dürfen und Prototypen herstellen dürfen und dann auch sagen können, oh, der war kacke, der kommt in den Müll und wir machen den nächsten. Der Prozess. Das ist der typische Stanford University Prozess, den kennt jeder, der mal von Design Thinking gehört hat schon. Das ist einmal Understand, also ich verstehe meinen Menschen, für den ich ein bestimmtes Problem lösen möchte oder ein Topic habe. Das kann ich verschieden machen, das erkläre ich auch gleich nochmal ein bisschen. Ich observiere den, ich schaue mir den an, also ich mache da gerne immer noch dabei, / rein, interview ihn, also weil es eben einfach verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich muss nicht immer mehr jemanden nur anschauen, manchmal möchte ich auch gerne reden. Ich kreiere einen Point of View, das ist einfach ein einziges oder gleiches Verständnis davon zu haben, was das Topic ist am Ende. Diese Point of View, das ist eine Frage, das werden wir heute auch machen, da wird eine Persona kreiert, also für wen mache ich das eigentlich? Ja? Wer ist denn eigentlich derjenige, für den ich am Ende des Tages einen Toolkit zum Beispiel entwerfe? Wie sieht diese Person aus? Ist die zum Beispiel 35 Jahre alt, fährt Fahrrad? Weiblich, männlich, keine Ahnung. Was benötigt die? Welchen Bereich arbeitet die? Was benötigt die speziell im Vergleich zu anderen? Dann fällt es mir leichter, darauf zu ideaten, also darauf die Ideen. Gibt es da auch schon Laser? Müsste eigentlich, ja. Da zu ideaten. Es ist, wenn wir konkreten Fokus haben, oft im menschlichen Verhalten, dann fällt es uns leichter, dafür Ideen zu kreieren. Wenn es zu breit wird, dann fangen wir an zu schwimmen und dann kriegen wir zu viele Ideen, die dann einfach keine Struktur mehr haben. Wie gesagt, ich ITler bin auch immer noch so ein bisschen strukturfokussiert. Aus diesen Ideen heraus kreieren wir dann normalerweise einen Prototyp und dann kommt diese Testphase, in der man den Prototyp testet und das Ganze ist eigentlich ein durchlaufender Prozess. Also man wiederholt das im Design Thinking relativ häufig, das nennt man Iteration. Das können wir heute nicht machen,
Ich mache das auch relativ selten bei uns in der Firma. Also wir gehen dann von einem zum anderen weiter, weil ich da manchmal nur 2 Stunden Zeit habe. Also einen Tag mal Zeit zu haben mit meinen IT-Lern ist sehr, sehr rar. Deswegen mache ich solche Sessions, wie gesagt, bei uns in 2-Stunden-Rhythmen. Die müssen alles geballt innerhalb von 10 Minuten dann immer machen, haben wirklich Zeitlimits. Das tut denen ganz gut, haben wir festgestellt, weil die auch sehr fokussiert auf bestimmte Bereiche sind. Haben dann auch einen Prototyp. Letzten Endes ist es aber bei einem richtigen Design Thinking, richtig oder falsch, gibt es da eigentlich nicht. Aber wäre es so, dass man halt bei der Ideation-Phase, nach der Prototypen-Phase nochmal zurückgeht und guckt, ist eigentlich mein Point of View der richtige? Ist es eigentlich das, was ich haben wollte? Auch hier ganz am Anfang, wenn ich verstanden habe, erstmal ganz am Anfang, worum es geht, gehe ich dann nochmal zum Point of View, vom Point of View wieder zurück und habe ich wirklich verstanden, worum es ging. Also man kann da sehr lange sich mit beschäftigen. Es gibt ganz tolle Beispiele von Warmhaltemechanismen in welches Land war es? Indien, glaube ich, war es, wo sie das gemacht haben. Da geht es dann über wirklich Wochen, dass ein Prozess oder bestimmte Sachen einfach observiert werden. Wir haben das nicht, die Zeit. Also wir haben bei Adidas einfach nicht die Zeit dafür. Deswegen mussten wir gucken, dass wir es geballt innerhalb kürzester Zeit einfach schaffen und den Leuten relativ schnell beibringen. Aber richtiges, wie gesagt, richtig oder falsch gibt es immer nicht. Design Thinking kann unter Umständen bei so einem Understand- und Observe-Thema 3-4 Wochen dauern. Dass man wirklich versteht, okay, was sind die Needs? Ich muss viele Leute interviewen, ich brauche viele verschiedene Meinungen, viele verschiedene Sichten auf ein bestimmtes Ding. Wie gesagt, Großunternehmen ist es immer etwas schwieriger. Understand ist die Kriterien, erstmal wirklich zu verstehen, was braucht jemand? Was will jemand eigentlich? Und dann auch wirklich Fragen zu stellen. Was ist eigentlich das Business-Problem? Kennen wir das? Manchmal denken wir, wir kennen das Problem, aber wir kennen es eigentlich gar nicht, denn es ist ein ganz anderes. Also wir sagen, oh, das ist also dein Problem, da haben wir auch eine Lösung für. Und am Ende des Tages stellt sich dann heraus, dass die Lösung, die wir hatten, eigentlich gar nicht das Problem geniedet hat, sondern dass es eigentlich ein ganz anderes Problem war, weil vielleicht zum Beispiel eine Infrastruktur fehlt. Also wir gehen oft davon aus, wenn einer ein Problem hat, auch die Lösung dafür zu haben. Also es ist ganz wichtig, gerade im Understanding-Bereich immer wieder nachzufragen, ist es wirklich das, worum es dir geht? Ist es das, was jetzt das Problem ist? Oder gibt es da vielleicht, wir sagen immer, so einen roten Elefanten im Raum? Also irgendwas, was halt doch dich daran hindert, das so zu machen. Natürlich Observe, es gibt Checklisten dafür, wie man Leute observiert, kann man sich auch aus dem Internet rausziehen, ist auch sehr eindrücklich geschildert dort, dass man sich einfach hinsetzt und wirklich jeden Bereich, jeden Blickwinkel einfach mal abschaut, von vorne, von der Seite, von hinten und sich einfach mal eine Stunde nur da hinsetzt und guckt, was die eigentlich tun. Kriegt man sehr viel bei raus. Natürlich, was sie brauchen, das ist eine Erfragungsgeschichte. Was brauchst du konkret? In welchem Kontext steht das, was du brauchst? Gibt es auch verschiedene Fragetechniken, Fragebögen, die auch zum Teil im Internet zu finden sind. Dieses Agree on who the audience is, ist auch was wir auch machen werden. Dieses Persona finden. Wer ist eigentlich derjenige, um den es sich da handelt? Sowohl in dem Observation oder in dem Understanding- und Observation-Bereich, als auch dann später, wenn ich was kreiere. Es sollte immer klar sein, für wen ich das eigentlich tue. Also wenn ich jetzt einen Warmhaltebehälter für Babys mache, dann ist es fürs Baby und nicht für die Mutter. Ja, es hat gewisse Vorteile für das Baby und für dann natürlich die Gesellschaft in dem Verhältnis, aber ansonsten für niemand anders. Und da sollte ich mir auch im Klaren drüber sein, dass es nicht für irgendeine Pharmaindustrie oder für irgendeinen Hersteller von Inkubatoren ist, sondern eben, wie gesagt, für das Baby. Observe. Auch ein Punkt. Oftmals fragen wir auch nie, wie war es eigentlich in der Vergangenheit? War es vielleicht früher mal besser oder vielleicht auch schlechter? Und was hat sich verändert? Was hat sich in den Zeitspannen verändert? Wir gehen oft vom Ist-Zustand aus, also gegenständlich heute ist das, was ich will, das, was wichtig ist. Manchmal ist es aber aus der Vergangenheit herausgeboren und es war eigentlich davor viel, viel besser. Ich meine, das ist auch so ein Generationending, manchmal sagen wir, früher war es viel besser als heute. Aber es ist auch trotzdem wichtig, mal eine Zeitspanne über sich bestimmte Sachen anzuschauen und zu überlegen, okay, was war eigentlich früher wirklich besser und woran machen wir heute fest, dass es vielleicht schlechter ist? Und was hat den Auslöser dafür gegeben? Kennen wir manchmal gar nicht.
Wir sollten, das gilt jetzt auch extremst bei uns für Adidas, ist ein bisschen auch natürlich eine Adidas-Präsentation unter anderem, dass wir immer Leute haben im Hintergrund, die uns supporten. Also bei uns ist es auch wichtig, dass ich weiß, okay, ich habe da irgendeinen Managing Director oder einen Vice President, der sagt, ich stehe dahinter, alles ist gut, weil die müssen am Ende mit im Boot sein. Habe ich die in der großen Firma nicht, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Also das ist halt immer so ein Geben und Nehmen. Ich bringe denen was und die nehmen es und damit ist es auch eigentlich schon, dann habe ich einen Vorteil. Also es ist dann nicht so, dass es dann auch letztendlich zur Lösung kommt und auch implementiert wird, aber zumindest habe ich einen großen Vorteil und ich weiß, dass die Mitarbeiter dann auch viel, viel mehr dahinter stehen. Warum auch immer, es sind autoritäre Strukturen, die da auch eine Rolle mitspielen. Point of View, das werden wir ja heute auch machen. Also die zwei Dinge vorab, also Understand und Observe machen wir heute nicht. Das würde den Zeitrahmen einfach sprengen. Das sind auch Sachen, die man eigentlich relativ schnell auch selber erlernen kann. Das sind halt einfach Kommunikationsskills, die man sich da beibringt. Plus dieses Observieren, wirklich hinsetzen und beobachten. Ruhig sein und sagen, okay, ich schaue mir das einfach mal an, was die machen. Wir werden heute, wie gesagt, den Point of View machen. Da geht es erstmal nur darum, wirklich die User Needs zu identifizieren. Ich weiß gar nicht, es kommt später. Ich habe dafür vorbereitet eine Struktur, sodass es ein bisschen leichter fällt, eben zu sagen, okay, wie sieht meine Persona aus, welche Needs hat sie und welche Insights gibt es dort. Aber da kommen wir dann auch später noch im Detail dazu, wenn es darum geht. Genau, Ideate ist eigentlich, ich meine, Brainstorming, nichts anderes. Das ist so viele Ideen innerhalb von kürzester Zeit zu kreieren und auch nicht darüber nachdenken, ob die Ideen jetzt toll sind oder nicht. Also ich sage immer, alles, was euch im Kopf rumschwirrt, zu dem Thema, schreibt das auf. Da zählt die Quantität. Da geht es nicht um Qualität, sondern wirklich erstmal Quantität. So viel wie möglich raus mit dem Zeug, was im Kopf einfach so rumschwirrt. Denn das Clustern macht man sowieso später. Also es kommt dann dazu, dass man einfach clustert. Das Prototyping, das werden wir dann auch machen. Wir haben noch einen Zwischenschritt, das schreibe ich immer nicht noch explizit beim Ideate da drauf, dass wir eben die Ideen clustern und bewerten. Das heißt, wir bewerten dann schon ein Stück weit, sonst müssten wir allen Ideen nachfolgen, das funktioniert nicht. Aber in der Gruppe, in der Diskussion wird sich dann herauskristallisieren, welches der Ideen Sie abverfolgen möchten für diese bestimmte Persona. Also wichtig ist immer, diese Persona, die bleibt immer im Fokus, was die braucht und welche Insights die eben benötigt. Werden wir dann den Prototyp kreieren. Also Sie, ich bringe nur die Struktur. Also ich sage auch ganz oft, ich kann viele Inhalte ja gar nicht, da müsste ich ja Generalist sein. Bin ich nicht wirklich, also ich bin Strukturgeber, Moderator für solche Dinge, aber die Inhalte, da wissen Sie viel, viel besser Bescheid als ich. Also da kann ich gar nicht so viel zu sagen.